Christian Göstinger, herzliche Gratulation zur Wahl vom Best Player. Leider hat es für das Team an sich nicht gelangt, aber ich glaube, verstecken muss man sich nicht. Ja, im Moment ist die Enttäuschung sehr gross. Nein, verstecken nicht. Es ist schön, dass wir das erleben dürfen mit dem Team. Ja, Best Player hin oder her. Ja, im Moment ist es einfach bitter, dass man da mit so einer Medaille weg muss und nicht den Kübel kann stemmen. Aus dem Publikum ist Stichwort Berge versetzen gekommen. Ihr habt das immer wieder probiert, sind immer wieder einen Anschlusstreffer gekommen. Wie hat das dazu geführt, dass ihr so stark in das Spiel reingekommen sind? Ja, ich glaube, wir haben alle daran geglaubt. Schon die ganze Woche ist, glaube ich, jeder so überzeugt gewesen, dass wir gewinnen. Und wir sind mit dieser Einstellung auch hierher gekommen. Darum tut es jetzt auch so bitter weh. Ja, es hat jeder daran geglaubt. Wir wussten, es kommen so viele Fans. Wenn man da reingekommen ist, ist es noch jetzt eine Geusenhaut, so eine grüne Wand, so viele, die für BO sind. Berge versetzen, wäre das einzige auch schon gewesen in dem Moment. Ja, es hat leider nicht geklappt, aber wir haben es probiert und wir sind so dankbar, dass so viele Fans kommen und ich habe eben auch daran geglaubt, dass wir Berge versetzen können. Dankeschön vielmals. Merci auch. Danke. Isabel Gehrig, herzliche Gratulation zur Wahl von Best Play und natürlich zum Cup-Sieg. Ihr seid am Anfang unter viel Druck gestanden, sind immer wieder, haben immer wieder Ausgleichstreffer erzielt. Wie war das für euch gewesen, am Anfang? Ja, am Anfang war es sicher schwierig, um ins Spiel zu kommen. Ich glaube, für beide ist es ein Neuland, uns vor so einer coolen Kulisse zu spielen. Aber ich glaube, wir haben gezeigt, dass wir bereit sind, haben immer in Führung können. Und wenn sie ausgeglichen haben, dann können wir eigentlich darauf reagieren. Anfangs Drittel haben wir relativ schnell und darum war es eigentlich gut so, wie es war. Am Anfang war es vor allem Hawaii-Hockey gesehen, also hin und her. Wie würdest du behaupten, wie ist das Schlag gekommen? Ja, sie sind dann relativ schnell mal ein bisschen gepresst gekommen. Mit dem haben wir am Anfang ein bisschen Mühe gehabt. Aber ich glaube, wir haben den Ball gut laufen schlussendlich und am Schluss die wichtigen Goal geschossen und das war entscheidend gewesen. Im letzten Drittel, was haben wir da in der Garderobe besprochen? Euer Coach ist ganz bestürzt an der Bank gesehen und hat geduldig versucht, etwas herauszufinden. Was hat sie euch denn im Anschluss gesagt? Ja, dass wir einfach geduldiger spielen müssen, weil sie sind dann gepresst gekommen, sie sind ein bisschen hektisch geworden, es ist hin und her gegangen, wie du gesagt hast. Aber ich glaube, schlussendlich haben wir nachher darauf reagieren können. Sie sind schnell wieder in Führung und das war extrem wichtig gewesen. Und dann haben wir es verteidigen, das war sehr gut gewesen.